Naja, von hier oben hat man auf jeden Fall eine schöne Aussicht. Übrigens auch sehr schöner Windsound. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt auf der deutschen Bombe rumjumpen. Ups. Aber ich bezweifle. Ja, wer weiß. Vielleicht bei Fallout ging, konnte man auch eine Atombombe hochjagen. Wer weiß. I am coming for you, Percy. I haven't got it all figured out, but I will find you. Ach, Percy. Ah ja, wir wollen zu unserem Brüderchen. Alles klar. Ah. Ich höre tote Menschen. Ja, schlimm. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die haben den Distrikt definitiv verändert. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, war das nicht random? War der nicht random aufgebaut? Wurde der nicht random aufgebaut? Ich bin mir ziemlich unsicher. Irgendwie so war das. Ich glaube, da wollen wir im Endeffekt hin. Also das ist ja in verschiedene Inseln aufgeteilt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das sozusagen mit Arthur unser Ziel ist. Ich war mit Arthur schon mal so weit, dass ich sozusagen in diesen letzten Teil gehen konnte. Das Problem war, damals in der Alpha gab es den noch nicht. Das heißt, man konnte da über die Brücke gehen und da war nichts. Und... Es gibt auch auf jeden Fall eine ganze Menge Nebenquests hier. Oh, Pfeile. Verfaulten Hubble. This doesn't give me food poisoning. Und wir haben eine Grabungsstelle entdeckt. Okay. Aber dafür brauche ich dann wahrscheinlich was zum Graben, oder? So Schaufel-Style. Oh. Hat uns das Leben gezogen? Ist das da oben mein Leben? Ich weiß es nicht. Aber die Grabungsstelle ist hier direkt vorne. Und das Problem ist, ich glaube, ich... Bin mir ziemlich unsicher. Erfordert Schaufel. Schietendreck. So, das erinnert mich ein bisschen an Risen, ne? Diese vergrabenen Truhen. Verdammte Schaufel! Wo kriegen wir eine her? Sagt mal. Wer hat die Schaufel versteckt? Warum kommst du da nicht hoch, mein Freund? Sonst willst du dich doch überall hochziehen, verdammt. Tja, das finde ich schon wiederum cool, dass man überall rumklettern kann. Andererseits ist die... Oh, shit. Heil dich selbst. Zwei Balsam-Rosenblütenblätter sammeln. Okay, das ist die nächste Quest. Uns geht's richtig beschissern. Vielleicht sterben wir auch gleich, wer weiß. Ja, okay. Ich werde jetzt noch nicht so wie ein Irrer rum... Oh, ich kann mich da verstecken. Okay. Ja, das ist der Tower, wo wir gerade waren. Oui. I think this might be the one Sally and me tried to blow up. I always wonder what happened to the letters. There was an awful lot of smoke.
Okay, irgendwie habe ich das Gefühl. Die wollen, dass ich da vorne lang gehe. Okay, mir fehlt auch was zu essen. Was habe ich denn? Was habe ich denn dabei? Was ist das? Verfaulte. Die ist nicht verfault. Verwenden. Sonst ist alles verfault, was ich habe. Nachtklee sammeln. Erfordert Nacht. Und das hier erinnert mich irgendwie an Alice im Wunderland, oder? Wir nehmen einfach alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist, aber alles irgendwie verfault. Ups. Darf ich diesen Zylinder haben? Der sieht cool aus. Ich möchte den Zylinder haben. Ich frage mich auch, welche komischen Blüten. Aries, they grow all over the Garden District, don't they? I guess I can eat these till I run across a pub. Ein Pub. Wenn du das sagst. A rose of Gilead. Maybe I can make some sort of ointment. Ja, genau. Das wollen wir machen. Wo macht man das denn? Hm? Bei Craften? Bei Heilung? And to put on my wounds. Otherwise I'll never feel better. Oh nein, ich war zu schnell. Nein, ich war zu schnell. Verdammte Scheiße. Ah, mal gucken, vielleicht finden wir noch mehr. Jetzt wissen wir ja auch, wie sie aussehen. Oder habe ich die Quest jetzt fertig? Nee, ich soll noch den Heilbalsam fertigen. Machen wir das jetzt nochmal schnell. Und jetzt soll ich den Heilbalsam auch noch nutzen. Schnell Zugriffsplatz. Okay, wie geht das? Ja. It works. I feel loads better. Percy was never wrong about a thing like that. Ach. Oh, hi. Lass dich nicht so hängen, Kumpel. Der hatte eine Schraube locker. Hm? Das war, da war eine lockere Schraube drin. Oh no. Trust me. Oh no. Ich weiß, ich weiß. Alter. Etwas deprimierendes Spiel anscheinend. Es ist doch noch ein wenig. Sag ich mal. Mit Liebe behandelt worden. Aber gut, ich habe, wie schon gesagt, ich habe nur die Alpha gezockt. Beziehungsweise in Early Access gezockt und das vor langer, langer Zeit. Und ich bin doch jetzt beeindruckt, was sich hier alles getan hat. Also, es sieht nicht mehr eintönig aus. Es ist sehr, sehr viel gemacht worden hier. So. Was haben wir hier? Wir haben ein verlassenes Haus, wir haben hier Wasser. Im Moment, denke ich, haben wir noch Zeit, uns hier ganz easy peasy umzuschauen. Eigentlich sollte man teilweise an diese Dinger da hochklettern können.
Manchmal geht das auch nur über die Seiten. Shit. Oh. Ich dachte gerade. Bin ich im gewesen? Imagine Percy in the village now. He never could fit in. Not that excuses anything. Danke übrigens für den Follow. Wie schon gesagt, es tut mir furchtbar leid, wenn ich mit dem Chat jetzt ein bisschen nachhinke. Mein kleines Netbook hat irgendwie den Geist aufgegeben. Jedenfalls kriege ich damit keine Internetverbindung. Das heißt, wenn ich nicht sofort irgendwie reagiere oder so, ich versuche zwischendurch einfach mal zu gucken, aber ich habe leider keinen zweiten Bildschirm. Insofern tut es mir furchtbar leid, aber hallo an alle anderen. Und ja, das Spiel ist einfach nur durchgeknallt. Und ich fand es damals schon sehr beeindruckend von dem, was sie vorhatten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht für mich so aus, als ob sie wirklich eine ganze Menge noch da mitgetan haben. Und das bockt natürlich. Und es ist wirklich eine der abgefahrensten Atmosphären, die ich bisher gespielt habe, weil es so ein bisschen zwischen Wahnsinn, Horror und Comedy hin und her schwingt. Man weiß halt manchmal nicht, soll man sich jetzt totlachen, soll man deprimiert sein und empathisch oder einfach den Kopf schütteln und weggehen. Wenn das, die Mausbewegung zu schnell ist, dann müsst ihr das sagen, dann kann ich es noch ein bisschen runterstellen. Manche ist das manchmal ein bisschen zu schnell, wie ich hier... Ich versuche einfach das Ganze hier nicht so zu machen, sondern ein bisschen langsamer das Ganze zu handhaben. Wie schon gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich alles jetzt einfach so blöd... Wir nehmen erstmal alles blöd mit. Aber 10% habe ich jetzt schon voll. Eigentlich das Gefühl, nicht wirklich was gesammelt zu haben. Warum auch immer ich den Nachtklee nur nachts sammeln kann, das irritiert mich. Das irritiert mich sehr. I wish the Abyss would stop looking back at me. Also er wünscht sich, dass der Abgrund aufhört, auf ihn zu starren. Es gibt ja dieses berühmte Sprichwort, wer zu lange in den Abgrund schaut, dann schaut der Abgrund in dich hinein oder so. Ich kann es jetzt nicht direkt zitieren. Kiste gewaltsam öffnen. Na klar. Warte mal, geringe Chance, was? Wir haben irgendwas gefunden. 1 von 5. Geringe Chance, dass ich mit Nahkampfangriffen irgendeinen Scheiß machen kann. Also, man kann natürlich auch sehr sich pimpern. Sozusagen. Oh. Hallo. Ich glaube, der geht's nicht mehr gut. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht ist das auch nur Ketchup. Und die macht Method Acting. Ist das bestimmt. Hallo? Jemand da? Nein? Gut, dann plündern wir. Mia Bristwhistle war das. Hat aber nichts dabei. Rules of Garden District. Don't steal. We have little enough as it is. Also, wir sollen nicht stehlen. You're welcome to visit, but do be sociable and have a chat. There's a nice fellow. Also, wir sollen nett sein, uns mal unterhalten mit irgendeinem netten Typen. Sleep in your own bed. Also, schlaf in deinem eigenen Bett. Remember Goldilocks, ja, mit den drei Bären, die zerfetzt wurde. Oder so. You can eat any fruit you find, except the fruit of the apple tree. The bobbies will kill you. Also du kannst jede Frucht essen, bis auf den Apfelbaum, wo die Bobbies sind. Yes, we remember. You don't have to bloody remind us. The present is awful enough as it is. Also, ja, wir erinnern uns. Du musst uns nicht dran erinnern. Und die Gegenwart ist schrecklich genug. Ja, es sieht jetzt nicht so aus, als ob das hier die feinste Gegend der Gesellschaft ist.
Und was mir definitiv auffällt, wo ein Riesenunterschied ist, ist die, bei der Alpha war es noch so, dass man das Gefühl hatte, dieses also ich weiß nicht, wie das generiert wird, aber die generierte Welt war noch sehr gleichtönig oder ähnelte sich in manchen Dingen. Und hier habe ich doch dann schon das Gefühl, es ist sehr cool gemacht. Und es gibt, jeder Playthrough soll teilweise anders sein, also die Quests sollen sich auch ändern und. Sehr schön. Sie beobachten mich. Oh mein Gott. Gibt es einen schnelleren Weg? Ja, M. M ist immer gut. Zwei verlassene Häuser und Wasser. Wo sollen hier Wasser sein? Ach, der Brunnen. A water pump. Nice. There's a few more in the garden district, aren't there? I ought to fill up a canteen or two, shouldn't I? Nice. So, wenn du Nahrung zu dir nimmst, erhöht sich deine maximale Ausdauer kurzzeitig. Wenn du zu hungrig bist, nimmt deine maximale Ausdauer ab. Wenn du etwas trinkst, werden die Kosten für Sprints verringert. Wenn du durstig bist, kostet dich Sprinten mehr Ausdauer. Auch wenn dich das Ignorieren von Durst nicht umbringt, vergiss nicht zu essen und zu trinken, damit du von Nährstoffen und Hydrierung profitierst. Och, das ist ja nett. Also, man muss nicht essen. Na dann. Wir sind halt hart im Nehmen. Wir können... Erfordert Feldflasche. Ich habe keine Feldflasche, aber wir können trinken. Wir trinken einfach mal. Ach Mensch, Jung. Is this what we've come to? Ah, eine Feldflasche. Okay. Eine Feldflasche an der Pumpe. This ought to be pretty clean. Unlike in the village where they spike it with joy. Hydrierungshilfe abgeschlossen. Was für ein Zufall. Das ist lieb, Plingo, dass du für mich antwortest. Wie schon gesagt, ich bin im Moment ein bisschen angepisst, weil mein Dings da nicht funktioniert. Ich werde mich dann heute den ganzen Nachmittag damit beschäftigen müssen, bis das wahrscheinlich wieder läuft oder es dann aufgeben. Ich die Schnauze voll habe. So. Nehmen wir doch mal das verlassene Haus. Das sieht doch auch aus, als ob wir da mal reingehen wollen. Oder auch nicht. Das klingt sehr, sehr vertrauenswürdig. When will they stop crying? Oh Gott, die hat doch nicht bitte nicht über ihre Kiddies geredet, oder? Ja. Eine verfaulte Zwiebel. Like they couldn't remember their faces. Or they couldn't stand remembering them. Ich habe das Gefühl. Ja, ich muss dieses komische Ding da rausmachen. Ist ja schrecklich. Everything is quite alright. Nighty night, sleep tight. Everything's tucked out of sight. My fair lady. What's on those beds? Oh God. I'm not the only one remembering the children, am I? Makes sense. They're all off their joy out here. Ja, sind alle, oder beziehungsweise alle haben das Problem, dass sie ihre Drogen nicht mehr nehmen. Und deswegen ist dieser Teil der Stadt auch so das komplette Gegenteil von...
a toy tea set. Funny, Percy never played with toys. He didn't like anything that wasn't really the thing it was supposed to be. A toy tea set. Funny, Percy never played with toys. Ja, das hat man gerade. He didn't like anything that wasn't really the thing. Also Percy hat nicht mit Toys gespielt, warum auch immer. Oh. Hallo. Locked. Locked. Aha, but I remember how to make a lockpick. Aha. Wir voll schlau sind. So. Jetzt haben wir leider keine Lockpicks mehr. Kann ich nicht noch irgendwo welche bauen? Niedriche? Ja, wir haben ganz viele. Naja, einmal. So. Aber anscheinend hat es hier keinen gestört, dass ich hier alles mitgenommen habe. Das finde ich sehr nett. Normalerweise, wenn man nicht gesehen wird, kann man auch eine ganze Menge einstecken. Hier Heilbalsam, das wollen wir auch noch haben. Heilbalsam ist immer gut. Balsam für die Seele.